In the previous episode. Wir werden schon noch einen Energieknoten irgendwo finden, bevor wir so eine Tür sehen. Hoffe ich. Ah! Was ist denn? Du Arsch! And so it continues. Verwinkelter Gang. Irgendwas passiert hier hinter den Wänden. Und zwar in diese Richtung. Hier kann ich Stase auffüllen. Das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Ich nehme mir alles mit. Und so viel Zeug zum Aufsammeln, das finde ich auch überhaupt nicht gut. Was ist das denn? Ach, ein Textlog. Toll, den kann man hier drin so schön lesen. Okay, Logbuch des Abbaubetriebs. Dallas A. Dallas, davon haben wir gerade auch ein Audiolog gelesen. Gehört, meine ich. Die Aufbohrung des Planeten verlief ohne Zwischenfälle, obwohl es einige Probleme an der Oberfläche gegeben haben muss, da wir kurzzeitig den Kontakt zur Kolonie verloren haben. Der erste Gesteinsbrocken wurde etwa eine Stunde nach der Aufbohrung aus der Kruste extrahiert und wurde dann direkt verarbeitet, raffiniert und geschmolzen. Die Ergebnisse übertreffen selbst die optimistischsten anfänglichen Erwartungen. Eine durchschnittliche Ausbeute liegt bei 35% Mineralien, 5% Fossilien und 60% Abfallprodukten. Aber das Material des ersten Gesteinsbrocken besteht aus 65% Mineralien und 0% Fossilien, was auch zu erwarten war. Das ergibt 6,5 Tonnen Erz pro 10 Tonnen Gestein. Wenn wir davon ausgehen, dass wir es nicht mit einer Anomalie zu tun haben, sind wir auf eine regelrechte Goldader gestoßen. Ich glaube, das war eine... Entweder hat das jemand mit Absicht so reguliert, dass dieser dämische Marker gefunden wird von Menschen, das heißt, es wäre direkt am Menschen gerichtet gewesen, oder es ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr große Anomalie. Dass genau in diesem für uns so kostbaren Gesteinsbrocken, wo wir alles möglich verwenden können für, die auch noch diesen Marker finden, ihn aufs Schiff bringen und dann passiert sowas. Hallo Freunde. Ich gehe da mal. Eintritt Schwerelosigkeit. Ist das das Ding... Teil des Asteroiden oder ist das das Ding komplett, was sie abbauen hier, mit den Mineralien und so? Es sieht zu groß aus. Ich höre auch Viecher. Warte. Hallo? Viecher? Wo denn? Das Krisselige vor meinem Auge. Oh. Oh, noch verfehlt. Oh Gott. Renn, Isaac. Können wir uns auf einigen? Oh Gott. Wieso? Nein! Da? Da? Oh, es ist laut! Wieso? Was passiert hier? Ich höre immer noch. Oh! La la la! Das war eine wunderschöne Pirouette. Kann ich kurz mal. Brauche ich noch gar nicht. Never mind. Haben wir es jetzt. Dankeschön. Mach das jetzt einfach. Was muss ich denn hier überhaupt tun? Was zur Hölle ist meine Aufgabe hier drin? Ich muss. Ja, aber. Und? Und jetzt? Und jetzt? Ich verstehe das alles nicht so ganz. Kann ich hier noch irgendwas tun? Das ist alles sehr seltsam. Kann ich da oben irgendwo hin? Sorry, ich bin gerade wirklich so ein bisschen... Ach, warte, warte, warte. Ich lade mal eben... Nein, muss ich noch nicht. Nee, geh weg. Ich mach mal das und das da oben. Passiert dann irgendwas Wichtiges? Nicht wirklich. Ich dachte, dann wird er vielleicht losgelassen und fliegt zurück ins All oder so. Okay, ich lese mal, was unsere Aufgabe ist. Offensichtlich bin ich zu blöd, das selber herauszufinden. So, Sender anbringen. Ich muss den SOS-Sender an dem Asteroiden anbringen. Sobald er abgeschlossen ist, wird der Sender... Oh! Ein Block und ein klares Signal setzen.
Gravitationsstrahlen werden von Gravitationsstrahlen festgehalten. Ich muss sie alle deaktivieren, um den Asteroiden vom Schiff zu schießen. Ein gut platzierter Schuss an der äußeren Hülle vorbei sollte das erledigen. Erstmal muss ich da jetzt hoch. So viel habe ich verstanden. Da war ja noch was. Hupsi. Deswegen also Stase. Scheißdreck. Oha. Toll. Das ist ja ein ganz großes Kino hier. Ah. Das heißt, ich darf die Viecher auch gleich nochmal töten. Hm. Ja, ich, danke. Das haben wir schon gelesen. Jetzt verstehe ich das mit der Stase. Mhm. Ja, das macht mir jetzt so einiges klarer. Gut. Jetzt, wo wir es wissen, ist ja auch nicht mehr so schlimm, ne? Das heißt, mich werden jetzt wieder Viecher angreifen. Von irgendwo. I would assume. Kommt her. Wo auch immer. Ich sehe die gar nicht. Na, kommt. Ich renne jetzt einfach im Kreis bis ein auf... Oh, oh ja. Euch nicht gehen, so. Das kann ich. Oh. Huch. In Schwerelosigkeit nicht so gut zu gebrauchen, das Teil. Na komm, flieg wieder auf mich zu. Komm her, komm her. Komm zu Mama. Noch einer. Irgendwo. Wusste ich doch. Komm her. Okay, ich sollte vielleicht noch ein Stück weit näher mit der Waffe dran stehen. Das klappt dann gleich besser. Gut. Ich muss auf diesen Asteroiden. Gott, das gefällt mir alles gut. Nein, das funktioniert nicht. Wie stoppe ich das denn? Hast du ihn abschießen? Irgendwie muss ich das langsamer machen, weil sonst werde ich von dem Teil zerlegt. So funktioniert das aber nicht. Nein, nein, darauf kann ich es offensichtlich nicht anwenden. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, die Viecher jedes Mal zu killen, weil ich zu blöd bin, es gerade herauszufinden. Konnte ich hier irgendwo nochmal auf dem Deck speichern? Ende der Schwerelosigkeit. Nee, war. Speichern war hier nicht. Nee, 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 scheiße. Irgendwie muss das funktionieren. Ich bin zu blöd, aber irgendwie... Es kann doch nicht sein, dass ich mich beeilen muss, oder? Es kann doch nicht sein, dass ich da rauf muss auf diesen scheiß Asteroiden. Und es dann sofort anbringen und wieder weg. Das wäre doch voll extrem. Ja, irgendwelche Viecher? Nur weil ich hier reingekommen bin? Nö. Ja, pack. Oh Gott, nein, nein, nein. Nein. So funktioniert das schon mal nicht. Ach ja. Irgendwie... Sehe ich das noch nicht so ganz. Oh, aber diesmal... Okay, sind die Viecher wenigstens schon tot? Hat er das jetzt zwischengespeichert? Da greifen die mich jetzt wieder an. Bis jetzt greift mich nichts an. Hm... Ich kann das Ding nicht unter Stase setzen und ich weiß nicht, wie ich das will. Wenn ich das vielleicht direkt... Das ist völlig irrelevant für das Teil, ob ich da nun drauf schieße oder nicht. Komm ich vielleicht nur... Ah, falsch. Das wollte ich nicht. Ich würde das Ganze aus einer anderen Perspektive kurz sehen. Vielleicht fällt mir dann mehr etwas dazu ein. So, jetzt sind wir hier.
Schön ist, dass ich auch rausgucken kann von der Stelle. Wo könnte ich das denn einfach mal... Irgendwie muss das doch gehen. Es reicht die Zeit nicht. Ups, das war falsch. Es reicht nicht die Zeit, um darauf zu springen, es zu platzieren und wieder wegzugehen. Das habe ich ja gerade probiert. Muss ich das vielleicht kaputt schießen? Vielleicht irgendwas, was ich hier kaputt schießen kann. Das ist natürlich auch noch eine Idee. Warte, warte, warte. Ich habe eine ganz doofe Idee. Kann ich da auch nichts. Ich fürchte, ich bin gerade ehrlich etwas verwirrt. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich muss ihn platzieren. Ich weiß es, aber ich weiß nicht, wie. Ehrlich nicht. Ich probiere es jetzt noch einmal. Ich warte, bis das Ding da gerade rüber fährt. Und dann werde ich mich da an der Ecke platzieren. Ich hätte wahrscheinlich schon früher müssen. Warte, das reicht in drei Leben nicht. Nee, das reicht nicht. Warte. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Nein, nein. Nein. Es ist so gemacht, dass es nicht funktioniert. Okay, ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ich werde jetzt nochmal irgendwo speichern und eine kleine Aufnahmepause machen, weil wir jetzt knapp bei einer Stunde sind. Und ja, vielleicht finde ich ja dann irgendwie heraus, wie es funktioniert. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, dass wir beim nächsten Mal etwas besser vorbeikommen und ich mich nicht ganz so dämlich anstelle, weil ich es einfach gerade nicht sehe. Und sage an dieser Stelle schon mal Tschüssi! Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 1 mit Minchen. Ja, ich bin ja letztens ausgestiegen, völlig verzweifelt und eigentlich Gott verfluchend hoch. Oh, okay, der flog nur hinter mir. Alles gut. Weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Dann wurde mir jetzt endlich mal weitergeholfen. Mich wurde geholfen. Denn ich habe diese komische Lücke habe ich ja schon mal kommentiert gehabt. Ganz kurz, so von wegen... Da kann man ja durchgucken. Ist ja voll cool und so. Ja, nicht dran gedacht, dass man da vielleicht an diesem kreisrunden Ding hätte vorbeilaufen können, sodass mich dieses komische Etwas, was hin und her switcht, nicht sofort schnetzelt. Ja, danke nochmal an dieser Stelle für diesen Tipp. Das werde ich doch genau jetzt auch mal tun. Shit, das war, glaube ich, falsch. Oh, 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 oh. Eintritt Vakuum. Gut. In der Hoffnung, mich greift hier nicht an. Draußen im... Nevermind. Könnten wir Isaac beeilen? Ja, das war mir doch klar. Na, ja, komm mal her. Kann ich dich bis... Ah, geht doch. So, wo muss ich jetzt hin? Ich habe noch wie viel? 50. Muss ich hier sonst noch irgendwo was machen? Nee, war? Ich glaube, dann bin ich durch. Soweit. Oh, oh, okay. Wir warten noch mal, bis das Ding weg... Ah! Oh, hallo. Guten Tag. Darf ich Ihnen helfen? Dankeschön. Fragezeichen. Ah, okay. Ja, ja, ja. Ende. Nein! Was? Was? Ich komm schon, ich hab's doch platziert gerade. Ach Mann, ich will das jetzt nicht nochmal machen müssen. Sind die jetzt auch wenigstens schon tot? Ja, ihr schwebt irgendwie immer im Weg rum. Ja, die anderen Viecher sind immer noch tot. Hoffe ich, denke ich. Nehme ich an. Das darf doch nicht wahr sein. Was soll denn der Unsinn? So. Nein! Oh Gott, um Himmels Willen. Hä? Oh, oh, ich glaube, ich muss das auf der Seite hier machen. Guck mal. Flieg! Renn! Eintritt Vakuum. Platziere!
einen Schlag von den Viechern können wir schon aushalten. Ich will es eigentlich nur schnell hinter mich bringen, alles. Hatte ich einmal Luft geskillt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht, oder? Und auch noch verfehlt. Wie schlecht bist du denn? Na komm her. Ja, wenn man nah an den dran ist, der hat jetzt keine Munition gedroppt. Okay, jetzt müsste ja irgendwo noch ein Vieh gleich kommen. Ja, das sag ich doch. Blödes Mistvieh, du. Komm her. Flieg! Bye, bye! Schreib mir eine Postkarte. So. Ich muss doch hier jetzt irgendwie mal... Ende des Vakuums. Oh, oh Ende Gott. Das war gut, oder? Oder wir haben es jetzt geschafft? Bitte, sag ja. Ich will nicht mehr. Wo bin ich? Gefühlt bin ich jetzt nicht auf dem Boden. Wo war hier der Eingang? Ah, ich glaube, das war der Boden. Ich bin verwirrt. Mein räumliches Denken ist nicht so... Oder? Bin ich jetzt genau falsch rum? Ich glaube, ja. Ich glaube, jetzt bin ich an der Decke. Egal! Wir müssen ja noch was machen. Hieß es nicht, wir müssen hier das Ding irgendwie loslösen? Mit dem Sender? Der ist jetzt platziert. Okay. Kann ich das... Okay. Muss ich das jetzt nochmal ganz oben auch machen? Ach, da ist der Eingang. Ja, okay. Ja, Moment. Okay, probieren wir es nochmal auf der gegenüberliegenden Seite. So, Freunde, da bin ich wieder. Boom. Sieht doch gut aus. Kann ich gar nicht nachladen? Nee, gar nicht. Habe ich echt keine Munition mehr. Ist aber schade. So. Nachdem diese beiden Sachen jetzt kaputt sind... Wieso will er mich eigentlich immer noch darauf hin? Hätte ich den aktivieren müssen? Habe ich schon wieder Scheiße gebaut? Warte mal. Gucken wir mal. Nee, ich will eigentlich nach... Sender anbringen. Ich muss den erst... Das ist grün. Das bedeutet, das ist abgeschlossen. Ach, ich muss das draußen. Das heißt, ich darf da nochmal außen rumrennen. Okay. Ah, okay, ich habe verstanden. Ah, ich sehe schon den Strahl. Ich gehe lieber auf die andere Seite. Flieg! Geh jetzt bitte nicht tot, Isaac. Ich will das nicht alles nochmal machen müssen. Ach so. Oh, okay. Ich hoffe, meine Luft reicht dafür. Ich glaube, wir haben aber noch einen Luftkanister, wenn ich mich recht entsinne. Bumm. Ja, ja. Und irgendwo muss ja denn hier noch einer sein. Wahrscheinlich auf der anderen Seite, wa? Gucken wir mal. Hallo. Ja, da ist es. So, ich hab noch 40 Sekunden. Sieht erstmal gut aus. Ich kann ja gleich den Luftkanister nicht mal verwenden. Just in case. Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. Ich bin ja mal sowas von geschult. Da ist ja gar kein Problem. Warte mal. Kommt das jetzt mir wieder entgegen hier? Ja, wusste ich doch. Kackdreck. Warte mal, warte mal. Das heißt, jetzt kann ich hier lang, richtig? Ja. Ende des Vakuums. Hui! Haben wir richtig gemacht? Haben wir gut gemacht? Wir sind mal wieder nicht auf dem Boden. Das ist der Boden. Da, wo die Leichen sind, ist immer der Boden. Boah, erschreckt mich nicht jedes Mal so. Um Himmels Willen. So, was haben wir jetzt noch? Jetzt sind wir durch? Kann ich fast gar nicht glauben. Asteroiden abschießen. Der Sender ist angebracht. Jetzt muss ich zum Kontrollraum und den Asteroiden vom Schiff schießen. Kann ich das nicht mit meiner Megawurme machen, wo ich fast gar keine Munition mehr habe? Habe ich eigentlich für die anderen? Wie viel habe ich denn hier? Kann ich nachladen? Ach ja, hier habe ich voll. Das behalte ich mal. Bitte speicher zwischen. Ich habe keinen Bock, das nochmal machen zu müssen. Ehrlich nicht. Lad mal nochmal nach hier, die Stase. So ist gut. Ja, ich höre doch schon wieder was. The impossible.